Hallöche, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen. Liebe Tierfreunde, wir spielen heute Dr. Pandas Hospital hier bei Pandido Gaming. Und wow, die Vorschau sah enorm gut aus. Es sah nach sehr, sehr lustigen Spielchen aus. Ja, lass uns mal schauen, was wir hier für kranke Tiere bewirten können, nicht? Das ist also unser Wartezimmer. Hier liegt ein bisschen Müll rum. Was soll das denn? Oh, kommt wirklich direkt noch einer. Oh Gott, mit Mundschutz. Was ist denn mit dir los? Hier liegt nämlich ein bisschen Müll. Okay, dann lass mal wegräumen hier. Das Wartezimmer muss schon hübsch aussehen, Freunde. Ach nee, das ist ein Marienkäfer, das ist kein Müll. Ja, was ist das hier, ein Bild? Wieso wackelt es? Oh. Oh, okay. Lass uns mal noch einen rein. So viele kranke Tiere hier. Was ist mit... Noch einer, ein Schaf. Boah, das ist aber gut. Das war's. Mal gucken, ob noch einer kommt. Nein. Gut. Oh, okay. Schaf, ja, ins Bett. Okay. Hier liegt schon wieder Müll. Was soll das? Wo liegt hier so viel Müll? Weg mit dir, Müll. Hier geht's jetzt wieder nach rechts in die Tür, oder wie? Was? Wow. Noch? Hä? Okay, hier ist ein... Huch. What? Ha? Was ist das denn? Geil. Okay. Lass uns mal den Flitzer nehmen. Und hier... Ja, das bleibt so. Hey. Wo kommt, wer wirft denn hier den Müll runter, sag mal? Das gibt's ja wohl nicht. So. Okay, wo ist das Wartezimmer? Hier. Du? Genau, hier rein. So, warte mal. Dir mach mal den Flitzer. Du bist ja wohl cool. Und du bist scharf, sage ich mal, ist weiblich. Dann nehmen wir das. Oh, schon wieder Müll. Das, hallo, wer lässt denn hier den Müll liegen, Leute? Du? Für dich gibt es auch noch ein Bett. Jawohl. Das hier. Und Kuh. Zack. Doch, da freut sie sich direkt. Schaut mal. Oh! Okay, Musik gibt's auch. Na sag mal, wer wirft denn hier immer mir den Müll in das Zimmer? Das gibt's doch wohl gar nicht. Hi. Was denn jetzt? Wow! Leute, wo ist er denn hin? Okay, er ist weg. Na gut. So, was passiert jetzt hier? Okay, jetzt können wir hier die Leute verarzten, oder wie? Yes, was ist das denn? Ist das ein Röntgengerät? Oh! Hä, was? Okay, der hat seltsame Dinge im Bauch, Leute. Warum auch immer er die geschluckt hat. Da ist natürlich gar keine Frage, dass ihm der Bauch wehtut. Weil hier sein Verlobungsring hat er geschluckt. Na, ich glaub's ja nicht. Und ein Auto? Wie schaut man denn ein Matchbox-Auto? Das passt da gar nicht. Also, ich will es nicht probieren, aber es scheint mir nicht zu passen. So, na ja, yeah, wir haben den Affen glücklich gemacht. Hervorragend. Dr. Otto. Dr. Otto hat einen Affen glücklich gemacht. Okay, das war also unser erster Patient. Hier kommt natürlich direkt der nächste rein. Ach. Oh, jetzt habe ich auf Panda geklickt. Was passiert jetzt? Ja, okay, Lupe. Wollen wir uns hier erstmal ausstatten? Hier, Gyroskop. Ne, wie heißt das? Wie heißt denn das? Ich wusste mal, wie das Ding heißt. Ich weiß es nicht mehr. Das ist eine sogenannte Spritze. Oh, ein Pflaster, okay. Was ist das denn hier für ein Ding? Taschenlampe. Bin gespannt, was das in der Mitte ist. Das kann ich gerade... Ach, das ist so ein Ding zum Mund aufmachen. Oder? Ne, ach, ein Thermometer. Okay. Ein Fieberthermometer. So, jetzt sind wir hier für den Außeneinsatz gerüstet, oder wie? Können wir auch Hausbesuche machen? Wofür bräuchte man sonst so einen Koffer, oder? Mal schauen. Nein, aber... Oh, das Bild lässt sich auch anklicken. Nur, was gibt es hier? Hier ist dunkel. Also, hier ist leer, meine ich. Hä? Seltsam. Aber schaut mal, wenn ich drauf drücke... Dann kommt hier unten diese Box. Aber mit der Box kann man nichts machen. Interessant. Na, ich glaube, das finden wir noch raus. Hier haben wir erstmal unseren Eisbären. Du legst dich mal hier schön ins Bett. Kriegst eine coole Karre, jawohl. Wer legt denn hier immer den Müll hin, Mensch? Das kann ich nicht gutheißen, Leute. Das kann ich nicht gutheißen. Okay, lass uns mal jemanden verarzten. Nehmen wir direkt mal den Eisbären hier, komm. Was hast du denn für ein Problem, Kumpel? Was ist dein Problem? Wir wollen... Ah ja, okay. Wir wollen Blutdruck messen.
Oh, ihr wird schon ganz schwindelig. Aha. Okay. Oh, ihm geht's gut. Er wollte einfach nur mal kurz einen Blutdruck messen, ne? Oh, was haben wir denn jetzt hier? Neue Sachen. Ach, das ist das Bild. Oh. Okay. Ich bekomme gerade eine Idee, wie das funktioniert. Mal gucken. Die Kaffeetasse. Ah, schaut mal, Leute. Uns fehlt hier eine Tasse. Und was ist das da unten? Die Giraffe oder sowas? Die müssen wir dort aufsammeln auf das Bild. Ich glaube, dann könnte es gehen. Geh mal rein hier, kriegst eine coole Karre. Immer dieser Müll, Leute. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich will hier keinen Müll in meinem Zimmer haben. Hey, Rinder. Kurz Blumen gießen. Zack, zack, zack. Oh, die werden direkt schöner. Das ist ja hervorragend. Die Tür, die ist nicht benutzbar, nein. Kuh, ab mit dir. Oh, die haut jetzt ab. Ja, herrlich. Okay, was ich noch nicht ganz verstanden... Ja, Musik. Was ich noch nicht ganz verstanden habe... Dieses Bild. Und hier ist noch ein Marienkäfer, der tut nichts, ne. Okay, komm, dann lass uns doch jemanden verarzten. Wie können wir denn... Ach komm, machen wir im nächsten Part, Leute. Part ist vorbei. Wir haben noch viele Tiere zu verarzten. Und mit vielen Minispielen noch. Lasst uns das alles im nächsten Part machen, Freunde. Wenn euch der Part gefallen hat von Dr. Pandas Hospital, dann, ja, lasst mir doch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde, und ciao.